Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu Mars Effect Nummer 3. Wir sind noch immer auf der Mars-Station. Hallo Xorko mal als erster. Hallo, grüß euch. Und es geht wieder weiter. Ich bin hier im Menü, weil nicht auf uns schießen. Wir müssen hier Gas geben. Jawohl. Soll ich da beide unten platzieren eigentlich? Oder eigentlich wurscht, gell? Ah, Level 31, sehr gut. So, ich überkomme die jetzt dann daher. Also wen schicke ich da jetzt runter eigentlich? Die nächste Frage, hat er jeder seine Munition eigentlich? Kapiert. Wo ist denn eigentlich? Ah da, nein. Da kommen sie. Hast du die Munition drin? Ah, da bist. Ah, hast drin, okay, perfekt. Dann schmeißt du dich mal daher. Verstanden! Das sind eine scheiß Rauchgranaten, das gibt's ja nicht. Gar nicht so schlecht eingesetzt eigentlich. Der Kommandant, ein Schild muss, den musst du fokussieren. Wo ist der? Das ist ein blaues Energieschild. Das ist ja auch blöd, da kann ich wieder keinen... Achso, jetzt. Warte, ich hau mal ein... Durio, glaube ich, heißt. Feuer runter. Was ist er da was? Ah, Centurio, genau. Ah, den haben wir gleich, pass auf. So, hast du dein Ding noch? Ja. Ah, den macht Singularität so genau nichts aus, oder? Oh, doch. Oder schwebt er da eh? Ah, ist schon down. Wenn er Schild oben hat, wirkt es natürlich nicht. Mhm. Okay. Das ist ein Schild, ich denke mal schon, wie schaut das so komisch aus. So, dann bitte einmal zack. Und einmal zack. Oder auch nicht. Sieht das aus? Ich will keine Munition drauf haben, das gibt's ja nicht. Okay. Komm, also wir werden jetzt erkennen. Also im zweiten Part noch vergessen habe zu sagen, die Geschichte, wie James Vega heißt, Paragon Lost, falls das irgendjemand googeln will. Okay. Die Info. So, was ich weiß, müssen wir jetzt gleich da runter zur Bahn, oder? Gibt es da noch... Na gut, das ist natürlich jetzt... Bevor wir immer hier irgendwie alles ablaufen und unnötig herumsuchen. Ja, wie ich schon erwähnt habe, es ist nicht so tragisch, nicht so tragisch, weil du alles nachkaufen kannst, falls du irgendwas übersiehst. Und so die meisten Sachen stellen sich eh mehr oder weniger, wenn du fast drüber fällst, oder? So gewisse Sachen dann, ja, das oder nicht. Die meisten. Man sollte eigentlich schon die Ecken durchschauen, ja, ja. Ob man was findet, aber es ist du ja, verpasst so auf alle Fälle in ja. Summe nichts. Okay. Na gut, dann tun wir da ein bisschen Zug fahren. Ah, die Schrift schon geil. Muss wirklich mal ohne dieser Motor und so starten und dann mal schauen. Der Sturm wird schlimmer. Wir ob man da was sieht. Dass man, oder ob man die da nichts sieht im Prinzip. Oder nicht so detailliert die. Die... Oh oh! Oh oh! Da haben sie uns sabotiert. Oh, 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 oh. So, Zeit für eine Singularität, Freunde! Ihre Schwede ist so geil, Mann.
Da hat er richtig rausgeflogen, oder? So, und zack! Oh, geil! Was haben wir denn da? Hau du mal so einen Betäubungsschuster raus, oder? Geht das? Dann möchte ich auch ein bisschen meine MG da ein bisschen testen. Boah! Wo sind die Formel herkommen? Sind die da unten gegen? Na, da fliegt ein Nate! Haha! Geil! Das nochmal das hier. Oh, weg! 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 So geil. Ja, aber können. Ja, aber wahrscheinlich, wenn du auf einem schwierigen Ding spielst, kann das der Gegner dann quasi bei dir ja auch sich anwenden, oder? Gewisse Gegner wahrscheinlich. Fliegst du so auch so durch die Gegend, oder? Nein, das. Ach so, das wäre aber lustig, oder? Ich weiß nicht, ob das so lustig wäre. Na eh nicht, aber schwieriger. So, ich glaube, wir brauchen was für etwas kürzere Distanzen. Das ist umgefallen, clear. Das bestätigt meine Theorie über den Virus gelagerten Daten. Warte, jetzt habe ich shit. Sorry, ich habe dich überhört vor lauter Lachen. Hast du was gesagt? Hoppala. Nicht so wichtig. Wahrscheinlich, dass wir weiterfahren müssen, oder? Na, weiterfahren müssen wir nicht. Wir gehen mal darüber. Unsere ist halt kaputt. Da haben wir es wieder. Ja, übrigens für Teil 4 recht interessant. Na, Mass Effect Andromeda. Andromeda-Initiative. Hast du dich damit schon befasst? Sagt er das was? Nein. Ah, ich habe... Sorry, ich habe gerade auf weiter drückt. Ja, macht doch nichts. Okay. Auf der BioWare-Homepage mehr oder weniger ein interaktive Ausbildungstraining, was man machen kann. Aha. Und wenn man das komplett absolviert mit seinem Origin-Account, ist okay. Eine Belohnung auch einen Pathfinder-Helm, wenn man dann die Vollversion kauft. Okay. Also ein In-Game-Item. Okay. Cool. Das wird dieses Mal liegen, werden dann regelmäßig die nächsten Videos freigeschaltet. Da müssen wir mal wieder drauf schauen. Auf die Homepage. Okay. Da mal ein Centurio, werden wir da mal ein bisschen bearbeiten. Oh. Wo ist er? Ist er schon tot? Anscheinend. Achso, das ist die ganze selbe... Jetzt kann man gleich drei von den Schild heilen, ist es denn da los? Was denn da los? Aber wenn du genau auf die Schilde schaust, die haben einen kleinen Schlitz. Ja, das habe ich schon gesehen, ja. Aber die bewegen mich noch. Die bewegen sich noch ein bisschen. Ich mag das lieber so. Aber wir können mal schauen. Da kommt nämlich genau gut auf uns zu. Und tschüss. Gut, danke für den Tipp. Du kriegst sogar noch voll von dem Schlitz. Ja, geil. So, was ist da hinten los? Die Ferse schießen hier, geht der zu uns nein. Der Kollege Sturmschütze. Ich setze hier nie eine Tarnung ein. Auch nicht irgendwie. Ja.
Okay, hätten wir erledigt. Jetzt würde ich sagen, jetzt sammeln wir mal ein bisschen Muni ein. Okay. Drehen mal vorsichtshalber eine Runde. Ah, okay, was haben wir da? Muni. Aber für den Sniper schon sind wir da schon wieder voll eigentlich. Ah, mal nachladen. Zack. Hä? Achso, insgesamt 10, alles klar. Windicator. Oh, nice. Jetzt geht's auf Bewaffnung ändern, aber da müssen wir wieder dann die ganze, ja, wie schon wissen, reingeben. So, M8 Avenger und jetzt zum Vergleich. Die Windicator. Ah, die schwere auch. Scheiße. Bisschen mehr Schaden, aber dafür mehr Präzision. Ich teste einfach mal. Ich will es mal testen. Das kann ich jetzt wie bestätigen? Zurück. Bestätigen. Ah nein, wir wollen ja noch schauen. Und zwar... Bei ihm spielt das Gewicht kein... Also, nein, bei ihm? Bei ihr? Bei ihm? Bei ihr? Bei ihm? Bei ihr? Spielt die Bewaffnung, also das Gewicht keine Rolle eigentlich, oder? Bezüglich der Kräfte, weil zumindest steht es nicht da. Genau, da kannst du reinpacken, was du willst. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir ihr auch das geben. Präzision, Schaden. Ja, wenn das Gewicht egal ist, dann würde ich ja fast sagen... Geben wir dir das auch mit. Will ich bei mir noch was ändern? So, da. Was fehlt noch? Die Mini-MP. So, sind wieder ausgerüstet. Perfekt. So, fürs Erste nimmst du aber du mal die... Jawohl. Schaut die aus? Ja. So, warte mal. Schaut die bei uns aus? Oh. Warte mal. Finde ich jetzt aber gar nicht einmal so geil. Umschalten kann man das nicht, oder? Den Feuermodus. Na, die hat ja 3-Schuss-Salbe. Verzieht aber Uhr, ich mach das präziser. Hm. Muss die Uhr nach unten ziehen auch. Ja, okay. Präzise ist, ja, Präzision hat nichts mit Rückstoß zu tun. Ja, stimmt. Der Schuss an sich ist präziser, aber... Bringt mir aber nichts. Nö, das ist nicht meine, dann nehme ich die alte wieder. Schrottflinten, irgendwas. Okay, brauchen wir aber nicht. So, dann habe ich da ein Medi-Ding gesehen, oder? Ja, XP. Und weiter, was sagt die Uhr eigentlich? 14. Das war's mal im Kampf. Ach du Scheiße, was ist da? Ash. So, das Artefakt. Mhm. Oh, den kennen wir ja noch. Shepard. Ein guter Freund. Ich glaube, mit der Pistole, Liara, wird dagegen das Hologramm nicht viel bringen. Sie haben uns das alles hinterlassen, aber wir haben die Chance nicht genutzt. Die Allianz weiß seit mehr als 30 Jahren von den Archiven. Und was hat sie damit gemacht? Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein.
Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Okay, dann haben wir doch die richtige Entscheidung getroffen beim Zweierteil. Dass wir ihm nicht die Basis da überlassen haben. Die Erde wird belagert und Sie schmieden Pläne zur Kontrolle der Reaper? Sie waren schon immer kurzsichtig. Übereilt. Ihre Zerstörung der Kollektorenbasis beweist es. Ich habe die Basis zerstört, weil ich Ihnen nicht vertraut habe. Nein, das ist nicht länger Ihr Kampf, Shepard. Auch mit den proteanischen Daten besiegen Sie die Reaper nicht. Gut, wir wollen ja auch hier mit den Punkten weiterkommen. Wenn wir da ganz oben sind, können wir dann auch immer frech sein. Obwohl das wahrscheinlich nichts bringen wird, aber... Geben Sie mir die Kontrolle über Ihre Ressourcen. Ich halte Sie auf. Sie hätten das Zeug dazu. Aber die Chancen stehen gegen Sie. Und was wichtiger ist, ich will gar nicht, dass die Reaper vernichtet werden. Wir können sie beherrschen. Ihre Macht und ihre Essenz nutzen, um die Menschheit zum Gipfel der Evolution zu bringen. Kann es sein, dass der ein bisschen größenwahnsinnig ist oder so? Oder andere Probleme hat? Wahnsinniger, das trifft's. Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Sie waren ein Werkzeug mit einem einzigen Zweck. Und dabei waren Sie trotz unserer Differenzen relativ erfolgreich. Hä? Wer kommt da her? Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara! Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard! Was? Die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt! Wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Weg da von der Konsole. Sofort! Oh, nicht so knapp hingehen. Sie hat die Daten. Sie ist schneller, als sie aussieht. Dr. Eva, los geht's! Wir dürfen sie nicht verlieren. Nachladen. Tür auf. Uah. Hä? Was? Warum? Ah, durch die Luke. Da ist sie. Dranbleiben. Go, 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 go. Ja, dieser Dreiersalbe, naja. Aua! Umgefallen! Na, Deckung! Nein! Und? Was haben wir gesagt? Genau. Na, ihr Lutscher, ihr könnt doch gar nichts da oben. Shit, wo ist hin? Haha, noch doch nicht. Komm, go, 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 go. Da unten! James, hören Sie mich! Cerberus hat die Daten! Nee. Funkspruch an die Normandy. Sie sollen sofort hier runterkommen. Selten die aus, das gibt's ja nicht.
Go, 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 go! Ah, we just had to... Oh! Na, zieh doch mal gerade den Zoom raus! Nein! Ah, da ist er! Oh! Fuck! Oh, etwas radikal, aber gestoppt! Geil! Achso, die sind ja nicht bewaffnet. Ja, das passt schon. So einen brauchst du immer dabei in der Partie. Etwas schroffer. Steht die in den Flammen, oder was? Okay. Hallo, können wir helfen, oder? Achso, wir sind da um die Ecke. Lassen Sie sie gehen! Befehle? Erledigen. So, jetzt ist er endgültig durch. Na komm! Mal eine Einzelschusspistole, obwohl ich gar keine mit habe, aber auch nicht schlecht. Greifen Sie sich das Ding! Mitnehmen! Shepard, wir haben Reaper-Signaturen im Orbit! Ash! Ash! Oh oh! So, alles zusammenpacken und weg vom Mars, würde ich sagen. Da hinten landen schon die Reaper, ach du Scheiße. Im Hintergrund haben wir es leicht gesehen. Zeit für die Abreise. Joey. Es wird geladen. Ich habe wieder keinen Schnellspeichern und so gemacht, gell? So zwischendurch. Sicherheitshalber, naja. Wir dürfen uns nicht verschreien, wir haben noch keinen Grafikfehler auch drin. Oh, etwas rustikal abgeladen. Ashley braucht medizinische Pflege. Boah, Liara schaut schon geil aus von der... Wir müssen das Sol-System verlassen. Textur hier und alles. Ich weiß. Die Citadel ist unsere beste Option. Dort finden wir Hilfe. Auf zur Citadel, Joker. Verstanden. Oh, Shepard. Sehen Sie nach, was Sie und Edi von diesem Ding erfahren. Ich empfange über sekundär QVK ein Signal von der Erde. Ich glaube, es ist Admiral Hackett. Stellen Sie durch. Im Kommunikationsraum, Commander. Den nehmen wir noch mit. Shepard, hören Sie mich? Commander! Edi, kriegen Sie das klarer? Ich tue mein Bestes. Waren Sie in den Archiven? Ja, war ich. Und der Unbekannte auch. Ich hatte Cerberus-Aktivität befürchtet. Haben Sie die Daten? Einen Großteil. Einiges hat er bereits runtergeladen. Edi und Liara analysieren jetzt, was wir haben. Was haben Sie erfahren? War es die Mühe wert? Anscheinend handelt es sich um den Bauplan für ein proteanisches Gerät. Gerät? Was für ein Gerät? Eine Waffe, riesengroß und enorm mächtig, die zu unermesslicher Zerstörung fähig ist. Schicken Sie die Daten. Wir machen selbst eine Analyse. Wenn Liara recht hatte, können wir damit die Reaper aufhalten. Hoffentlich. Lieutenant Commander Williams wurde schwer verletzt. Wir bringen sie zur Citadel. Das tut mir leid, Shepard.
Aber wir wissen beide, das ist erst der Anfang. Reden Sie mit dem Rat. Zeigen Sie ihnen Ihren Fund. Mit etwas Glück bekommen Sie die nötige Hilfe. Und wenn nicht? Tun Sie alles, um sie an Bord zu holen. Ich melde mich. Hackett Ende. Shepard? Edie extrahiert Daten aus der Cerberus-Maschine. Bis wir die Citadel erreichen, liegen uns Details vor, die wir dem Rat präsentieren können. Und Lieutenant Commander Williams? Ich habe alles für sie getan. Sie braucht rasch eine gute medizinische Versorgung. Der Admiral hat recht. Es wird schlimmer, oder? Ja, außer wir halten die Reaper auf. Den Daten nach könnte diese Waffe die Antwort sein, falls wir sie bauen können. Aber ich spüre, dass Sie nicht daran glauben. Sie haben nicht gesehen, was Sie mit der Erde gemacht haben. Wie soll eine Waffe Sie aufhalten? Welche Optionen haben wir? Sie wissen, dass wir konventionell nicht gewinnen können. Shepard? Ist es nicht zumindest den Versuch wert? Ich sehe mal nach Ashley und James. Wir müssen bereit sein, unsere Funde dem Rat zu präsentieren. Der Rat wird bestimmt einsehen, dass er helfen muss. Wenn nicht, wird das ein verdammt kurzer Krieg. Jetzt, wo das Bad Ende ist natürlich, jetzt haben wir wieder unendlich viel Filmsequenzen. Ich habe kaum einen Puls. Abtransport. Wohin bringen Sie sie? Huerta Krankenhaus. Das Beste auf der Citadel. Kommen wir nicht mit? Wir müssen unbedingt zum Rat. Stimmt. Sieht aus, als will da jemand zu Ihnen. Commander Shepard. Den kennen wir auch noch. Ich hörte von Ihrer Ankunft. Captain Bailey, schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Aber es ist jetzt Commander. Glückwunsch. Ah, danke. Ich muss mich jetzt mit Politikern herumärgern und Abgesandte eskortieren. Nichts für ungut. Schon okay. Sind Sie hier, um uns zum Rat zu bringen? Ich soll Ihnen sagen, dass der Rat Sie erwartet, aber mit eigenen Problemen beschäftigt ist. Wegen des Krieges und so. Sie bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bla, bla, bla. Sie treffen Sie in Odinas Büro, wo Sie bald sein werden. Okay. Sie hätten vorher noch Zeit, ins Krankenhaus zu gehen und dort den aktuellen Stand zu erfragen. Das ist eine sehr gute Idee. Das mache ich vielleicht. Nur zu, nicht nur vielleicht. Ich gehe schon mal vor zu Odinas Büro. Einer meiner Männer führt Sie hin. Sie? Ich bin heute nur Tourist und versuche, keinen Ärger zu machen. Commander, wir haben ein Problem in den Botschaftsquartieren und könnten Ihre Hilfe brauchen. Ich komme sofort. Das gehört auch zum Job. Wir sehen uns dann, Shepard. Sicher. Sehr gut. Okay, das machen wir im nächsten Part. Woher kennen sich eigentlich James und Bailey? Oder was? Was er gesagt hat? Hallo? Die werden sich auf einen Weg gelaufen sein, nehme ich mal an. Achso, du hast jetzt keine nähere Information. Nein, jetzt. Genau. Okay. 25.000 Credits! Oh.
Allianzfinanzierung, nice. Gut, das war's. Schon wieder knapp über 30, das gibt's ja nicht. Das war's für diesen Mal. Ich sage mal recht herzlichen Dank. Wir sind auf der Zitadelle. Auf der Zitadelle, ja. Und werden als erstes mal das Krankenhaus aufsuchen natürlich. Okay, das ist nur. Und dann werden wir zum Rad schauen. Das werden wir im nächsten Bad machen. Hoppala. Jo, dann sage ich danke, Xokal. Ja, wie immer gerne. Und ja, morgen geht's weiter, Freunde. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye.